Hey und herzlich willkommen. Wir gehen ausnahmsweise mal wieder in eine Arena. Wow, ist das lange her. Und die werde ich nutzen, um mal eine häufig gestellte Frage zu stellen, zu klären. Und zwar, was für Gear trage ich? Der Schmuck ist einmal komplett Runen plus 5, außer das Kopfteil, das ist Feuerprobe plus 6. Die Rüstung ist teilweise plus 10 bzw. plus 11 von dem neuen PvP-Gear. Die ist nur plus 10, weil ich immer noch ein paar weitere Ankerhelfen sammle. Denn ich muss noch die beiden Teile hochplussen. Und da habe ich mich vorerst dann für meine alten Sachen entschieden. Die Waffe ist eine ganz alte, also ganz neue Bygone mit 75er Unterfuse. Also nennen wir es mal gegiert. Da vorne kommt der Templar auf uns zugestürmt. Ich habe keine Ahnung, wie stark er ist. Ich werde einfach mal hier. Oh ja, okay. Nice. Ich wollte gerade einfach mal testen, wie viel er aushält. Süß. Okay. Ja gut. Vielleicht können wir inspekten. Für jeden, der auf Loki rumläuft, meine Details sind eigentlich immer offen, außer ich mache warum auch immer mal sie zu. Eigentlich nie. Weil ich mich nicht für meine Details schäme. Man kann jederzeit dort mal reinschauen, wenn man möchte. Bitte nimmt meine. Ich meine, jetzt ist ja eh. Jetzt kann ich auf Gammel wechseln. Meine Gammelwaffe nicht zu ernst. Ihr merkt, was für Werte ich habe. Es ist genug fürs PvE, fürs Gammel-PvE, wo es eh alles nur um Drecksachen gibt. Und diese Waffe ist absichtlich falsch gesockelt. Damit es anstößt, damit die Leute nachdenken, was sockelt man eigentlich. Die restliche Rüstung ist ganz normal gesockelt. Nur die Waffe ist. Weil ich halt genug MV habe für Gammel-PvE, wo 3200 das Cap ist. Ansonsten habe ich auch eine andere Waffe an, selbstverständlich, sonst trage ich die Bigon-Waffe. Nur weil es mir jetzt einfach zu schade ist für meine Aufladung, habe ich jetzt aufs Gammel-PvE-Gear gewechselt. Das mache ich schon mal häufiger in Arenen. Und ja, die hier wird online kommen, aber einfach nur, weil ich im Urlaub bin und dementsprechend ein bisschen Videomaterial brauche, um den Tag zu füllen. Tut mir echt leid, dafür könnt ihr sagen, die Gladi-Folgen sind relativ lang. Wem das mit dem SM zu wenig Content war, kann sich immer noch auf den Gladi ausweiten. Da wird ganz normal aufgenommen und das sollte euch eigentlich auch noch ganz normal Spaß machen. Das ist immer noch sehr, sehr lang. Weiß gar nicht, wie lang. Immer so 20 Minuten, halbe Folge, halbe Stunde sind die Folgen lang. Ja, der hat keine Chance. Der durchbricht noch nicht mal mein Schild. Eine kleine Katze. Hat sich gerade auf den Stuhl neben mich gesetzt. Ja, sie hat einen eigenen Stuhl neben mir. Madame findet das lustig. Nee, sonst setzt sie sich auf meinen Stuhl. Also bin ich darauf angewiesen, dass ich ihr einen eigenen gebe. Hey! Random. Nein, also das war kein Gegner. Das wäre auch eine Arena, die ich normalerweise nicht hochladen würde. Aber viele, viele Tage, die ich nicht da bin. Content, den ich stopfen muss. Wünsche euch viel Spaß bei weiteren Folgen. Zur Not beim Gladi. Da ist immer viel los. Und bis denn!